Wenn wir erfindet die Design öffnen, erstellt sich diese Startseite. Dann klicken wir auf Neues Dokument. Und hier können wir die Dokumentengröße einstellen. Zudem gibt es hier noch viele vorgefertigte Standardmaße. Zum einen für den Druck, dann noch Druckerei fertig, Foto und fürs Web. Im Web gibt es immer eine Standardpixeldichte von 72 Dots per Inch. Auf Deutsch bedeutet es 72 Pixel pro Zoll. Und 1 Zoll sind 2,54 cm. Und man kann hier noch das Farbformat auswählen. Im Webbereich nimmt man immer den RGB-Farbmodus und zum Drucken den CMYK-Farbmodus. Der CMYK-Farbmodus ist kleiner als der RGB-Farbmodus und wird anders gemischt. Dazu kommen wir aber später auch noch. Im Webbereich gibt es immer eine Standardpixeldichte von 300 Pixeln pro Zoll. Da Drucker eine höhere Auflösung haben als die gängigen Bildschirme. Hier kann man noch Ränder hinzufügen und einen Anschnittbereich. Das ist zum Beispiel dafür wichtig, dass wenn Plakate ausgeschnitten werden müssen und es nicht ganz so präzise ausgeschnitten wird, dass dann kein weißer Rand entsteht. Jetzt wähle ich einfach mal das DIN A4 Format aus.